Willkommen, willkommen zu einer neuen Partie hier auf dem Kanal von Writing Bull und gerade live auf Stream bei WBs Junger Herde. Wir starten eine neue Serie mit einem neuen Spiel. Old World wird es jetzt geben bei uns im Programm. Freue ich mich sehr. Old World ist ja diese Mischung ein bisschen aus Civilization-Elementen, Crusader Kings auch ein bisschen mit vertreten. Wir werden feststellen, dass es ganz viele Ereignisse gibt. Wir werden feststellen, dass es Personen gibt, wo wir uns über Herrschaftsnachfolgeregelungen und über Beliebtheit Gedanken machen müssen. Jede Person hat dann auch noch eigene Charaktermerkmale und deshalb kann ich euch nur einladen zu dieser Partie, die ganz viel erstens aus dem Erkunden der Spielmechaniken und des Spiels selbst bestehen wird, ja, gemeinsam also das Spiel verstehen und auf der anderen Seite auch natürlich mit ganz viel Abenteuer erleben und Rollenspielelementen, die wir hier mit einbauen werden. Und wir fangen auch mal direkt an mit einem neuen Spiel. Ich möchte euch einladen zu einer Partie, nicht zu einem Szenario, sondern zu einer, wenn nicht Endlos-Partie, aber zu so einem freien Spiel. Und ich möchte mit euch gerne mit Babylonien spielen. Welche Vorteile es gibt, das schauen wir uns gleich nochmal bei den Statistiken an, aber erstmal ein bisschen Stimmung zur Vorgeschichte. Wer sind wir eigentlich? Ich bin Nebukadnezar, Sohn eines mesopotamischen Königs, Gemahl Amytis von Medien und ein ewiger Anhänger des Gottes Marduk. Im Namen meines Vaters machte ich meine Stadt Babylon zum Kronjuwel der Region. Ich wurde in militärischer Strategie ausgebildet, eroberte Königreiche und vernichtete Revolten. Ich habe die hängenden Gärten für meine Frau errichtet, damit sie den Höhen Persiens näher sein konnte und das Ishtar-Tor zu ihren Marduks gebaut. Ich verband die beiden mit der Prozessionsstraße und alle, die mein Reich besuchen, sind verblüfft von seiner Schönheit. Unter meiner Herrschaft haben Männer und Frauen die gleichen Rechte. Wir schaffen Orte des Lernens und bauen Tempel. Mein Augenmerk liegt auf der Kunst, Kultur, Wissenschaft, Mathematik und dem Handwerk. Innerhalb eines Jahrzehnts machte ich Babylon zu einer Stadt des Lichts. Ja, also da wissen wir schon mal so ein bisschen vom Rollenspiel her. Wir wollen uns offensichtlich auf Kunst, Kultur, Wissenschaft und Ähnliches und Schönheit natürlich konzentrieren. Wir haben auch ein paar Statistiken, die wir uns anschauen können. Wir beginnen mit ein paar Forschungen, nämlich mit Fallenstellen. Da können wir schon mal Schleuderer bauen und wir können Lager bauen. Wir können jetzt die Verwaltung bei uns genießen. Wir können jetzt Schatzkammer als Projekt durchführen. Sorgt dafür, dass wir einmal einen Geldbonus bekommen. Und wir haben natürlich die Rhetorik gelernt und können damit auch noch ein weiteres Stadtprojekt durchführen. Dann, was ist einzigartig für uns? Wir können einen arkadischen Bogenschützen bauen. Der kommt aber erst etwas später in der Partie. Wir brauchen eine aufblühende Stadt dafür, von der Kulturstufe her. Und wir können auch einen kimmerischen Bogenschützen bauen. Das ist dann, ich glaube, das Update, genau, Verbesserung von arkadischer Bogenschütze. Da brauchen wir sogar eine starke Kulturstufe und eine Zitadelle müssten wir erstmal haben. Dann haben wir natürlich unsere eigenen Götter, die wir anbeten. Und ja, da ist dabei einmal der Schrein des Nabu. Der ist gut, wenn wir das Ganze neben einem Odeon bauen. Wir haben den Schrein der Ishtar. Der ist einfach so gut. Ich sehe doch 20% für angrenzende Viehweiden. Gerne neben Vieh zu errichten. Okay, dann haben wir Schrein der Eris Kigal. Sollte man neben Bergen und Vulkanen bauen, das ist super für den. Und Schrein des Marduk, das ist ja der Schrein unseres Anführers, den wir wahrscheinlich zunächst bauen werden. Der macht sich gut neben Weltwundern. Wir haben 4 Familien, die werden wir uns gleich im Spiel einmal genauer anschauen. Die, je nachdem, ja, von welcher Stadt zum Beispiel oder welcher Anführer dann in welcher Stadt als Oberhaupt eingesetzt wird, gibt es dann nachher noch Vorteile und Nachteile. Super kompliziert und wir selbst sind ein Gelehrter. Ja, wir sind vom Archetyp Gelehrter. Ihr seht die Vorteile, die wir haben, wenn wir dann als Statthalter eingesetzt werden und Oberhaupt sind. Da bekommen wir auch verschiedene Vor- und Nachteile. Ja, und ich würde sagen, liebe Leute,
Wir sagen, es geht weiter und müssen jetzt das Setup einstellen. Ich sag mal, vom Setup her müssen wir uns natürlich erstmal einen Schwierigkeitsgrad wählen. Die KI spielt auf Visa-Stufe. Ich habe, wie gesagt, noch nie eine eigene Partie mit diesem Spiel beendet. Ich habe das Tutorial gespielt. Insofern ist es fast eine blinde Partie für mich. Ich traue mich aber mit euch. Ja, vielleicht, ich sag mal, wir sind die Starken, Leute. Wir sind die Starken. Und dann sagen wir mal tatsächlich, dass wir ein bisschen mehr uns gönnen, wenn wir merken, das wird zu leicht. Ich weiß gar nicht, ob man das im Laufe der Partie noch ändern kann. Ich glaube nicht. Aber dann würden wir es bei einer erneuten Partie auf jeden Fall nach oben setzen. Mehrere Kontinente habe ich mir schon voreingestellt. Ich finde es ganz cool, dass man nicht alle auf einer gemeinsamen Landmasse startet, sondern ein bisschen die Welt auch entdecken muss. Kartengröße Mittel, das heißt, wir sind insgesamt 5 Spieler. Wir haben ein Standardoberhaupt, habe ich uns gerade vorgelesen. Und voreingestellte Option ist für mich das Rollenspiel. Die Sterblichkeit ist realistisch, Ereignisstufe hoch, das werde ich gleich noch manuell wieder ändern und Rollenspiel ist aktiv. Was bedeutet das mit dem Rollenspiel? Das schauen wir uns einmal im erweiterten Setup an und wir sehen schon realistische Sterblichkeit, scheußlich, brutal und kurz. Das ist die Herausforderung, die wir uns suchen. Wir haben 4 Gegner, das wissen wir, Zugmaß, jede Runde ist ein Jahr. Ereignisstufe möchte ich gerne auf Mittel zurücksetzen. Ich habe im Tutorial festgestellt, dass es doch sehr, sehr, sehr viele Ereignisse gibt. Und am Anfang ist das ganz cool. Aber wenn man dann ein bisschen fortgeschritten ist, dann wird man damit quasi überladen. Da hat man pro Runde 3, 4 Ereignisse. Und ich kann sagen, ich sehe dann irgendwann nicht mehr so durch. Deshalb lieber, manchmal ist weniger mehr. Ich lasse das mal auf Mittel. Erbfolge vollkommen kognatisch. Wir haben gesagt, wir sind für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Eine Primogenitur, das älteste Kind erbt. Schwierigkeitsgrad haben wir eingestellt. Rest sind erst einmal die Standardeinstellungen. Und wir haben hier Rollenspiel aktiv. Das bedeutet, es werden keine Pop-up-Hilfsfenster für Entscheidungen bei den Ereignissen angezeigt. Unsere Kosten werden uns angezeigt, aber nicht, hey, wenn du diese Wahl machst, dann wird das und das passieren, sondern da müssen wir tatsächlich wirklich rollenspielerisch klug entscheiden und uns wohl überlegen, was denn da passieren wird. Finde ich super cool, lasse ich auf jeden Fall an. Ja? Habe ich irgendwas vergessen? Liebe Leute im Chat, nochmal liebe Grüße an 190 Zuschauer, hier live bei WBs Junger Herde. Ich glaube, so können wir das Ganze... So können wir das Ganze machen. Wir spielen natürlich mit den Stämmen, mit Barbaren. Und rücksichtslose KI fehlt noch. Na, das machen wir mal nicht. Ich weiß gar nicht, wo ist denn die rücksichtslose KI? Das brauchen wir jetzt nicht. Kann man Gegner aussuchen? So habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass man Gegner aussuchen kann. Ich denke mal, das wird einfach hier 4 Gegner... werden einfach zufällig gemischt werden. Unter Rollenspiel ist die rücksichtslose KI. Was macht denn die rücksichtslose KI? KI-Nationen versuchen, andere Spieler, mich eingeschlossen, vom Sieg abzuhalten. Je kürzer wir davor... Das können wir machen. Das können wir gerne. Das können wir mal probieren. Je kürzer wir vom Sieg sind, desto aggressiver werden ihre Bemühungen, das zu verhindern. Bin ich gespannt, was passiert. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ihr werdet mich schon hier durchlotsen. Ich baue auf euch. Ja? Und baue darauf, dass ihr mir den Sieg nicht verbaut. Toi, 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 Leute. Es geht los. Ich sag mal, Spiel starten. So, wenn wir mit mehreren Gegnern gleichzeitig im Krieg sind, sind unsere Armeen möglicherweise überwältigt und können nicht genügend Befehle ausführen. Ja, ein Feature, das ich euch gleich vorstellen werde. Ich werde so eine Mischung machen, so ein bisschen für diejenigen, die das Spiel schon kennen, aber auch für diejenigen von euch, die vielleicht ganz neu dabei sind. Ich muss das Spiel ja in großem Maße auch erstmal selbst erkunden, dass wir uns hier so gemeinsam, ähnlich wie bei unserem Stellaris Let's Play, hier eindenken. Und das gemeinsam so erleben, dass wir auch alle verstehen, was eigentlich gerade passiert. Ja, mehr rücksichtsloser Schätz wünschen sich die Leute. Und es geht schon mal los, Leute, dass ich euch sagen muss, es gibt keinen optimalen Platz für die Kamera von mir.
Ich habe hier so viel probiert. Links, rechts, oben, hier drüber, da. Ich kann euch sagen, alles, was irgendwie hier zu sehen ist, wird irgendwann vom User Interface ja, gebraucht werden. Insofern muss ich mich vielleicht das eine oder andere Mal hier ein bisschen in der Mitte ausblenden, wenn hier Entscheidungen anstehen, damit ihr auch ein bisschen mitlesen könnt. Ich lese aber auch alles vor und ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mich quasi über die Minimap lege, aber das finde ich dann auch ein bisschen doof für euch, zumal ihr dann immer ein bisschen was hinter mir um mich herum von der Minimap seht. Wenn ich sie ausblende, wird leider das ganze User Interface nach rechts verschoben, dann bringt das Ganze auch nicht so viel. Und ihr seht, hier sind dann zum Beispiel auch solche Freitexte. Insofern gucken wir mal, wie das Ganze passt. So, jetzt aber. Wir sind Nebukadnezar, der weiseste König von Babylon. Laut den Mythen unseres Volkes sind wir der Nachkomme einer alten Königsdynastie. Doch die Menschen unseres Landes sind durch diverse Katastrophen erschöpft und mürbe geworden. Jetzt, da wir unser Geburtsrecht an uns genommen haben, ist es unsere Aufgabe, eine Nation reich an Wissen und Ruhm zu schaffen, eine, an die man sich erinnern wird. Die Zivilisationen dieser alten Welt wissen noch nichts von der Pracht und der Weisheit Babyloniens, doch sie werden es noch erfahren. Gründen wir unsere Hauptstadt. Das wird das Herz unserer Nation sein. Wir müssen uns erstmal ein bisschen orientieren. Wo sind wir denn? Ja, und das Erste, was ich jetzt mal mache, ist, dass ich diesen kleinen Knopf hier anmache, weil ich zwar die Grafik sehr hübsch finde, sehr realistisch, im Vergleich zu denjenigen, die bei Civ gesagt haben, Mensch, das ist alles so comichaft und so knallig, da werdet ihr vielleicht mit dieser Grafik glücklicher werden. Nachteil für mich ist, dass es manchmal schwer ist zu sehen, wo sind irgendwelche Bonus- oder Luxusressourcen. Deshalb habe ich mal diesen Knopf hier aktiviert. Erstmal zumindest, damit wir hier uns einen guten Überblick verschaffen können. Und wenn wir jetzt unseren Siedler nehmen, dann können wir hier an verschiedenen Bereichen unsere Städte gründen, nämlich dort, wo diese kleinen Hügelchen sind. Und wir sehen, wir haben die Spielerfarbe grün und wir sehen, dass sich die Grenzen von unserem Stadtgebiet etwas anders ausdehnen, je nachdem, wo wir sind. Und ich möchte zu Beginn gerne dafür sorgen, dass wir gerne die ganzen Wild-Bonusressourcen bei uns haben, aber auch gute Plätze haben, um später vielleicht Sägewerke zu bauen oder auch Stadterweiterungen zu bauen. Und wir werden mal was machen. Wo gehen wir mal hin? Also hier sind alle Wildressourcen drin. Es geht bis hierhin. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, ne, mit dem Grün. Ein bisschen schwierig. So haben wir die südliche nicht mit drin. So ist die südliche nicht mit drin. Also die beiden. Welche ist besser? Ich nehme mal diese hier. Wir ziehen mal hier hin und Achtung, ihr seht, da waren so eine Zahl 7. Alles, was wir hier auf der Karte tun, eigentlich fast alles, alles muss mit diesen Befehlspunkten gemacht werden. Das heißt, selbst wenn Einheiten, ihr seht hier so drei Punkte oben drüber noch Aktivierung frei haben und wir haben keine Befehlspunkte mehr, dann können wir auch nicht weiterziehen, obwohl wir eine Einheit vielleicht noch gar nicht gezogen haben. Und auch für solche Aktionen hier, wie eine Hauptstadt zu gründen, brauchen wir einen weiteren Befehlspunkt. Die Befehlspunkte wiederum steigen mit der Zeit an, über verschiedene Sachen, zum Beispiel über unsere Legitimität. Das ist quasi unser Ruf, den wir haben. Der ist momentan noch sehr gering und 10% davon werden uns hier wiederum für unsere Befehlspunkte quasi angerechnet werden. Also hierdurch werden wir etwas limitiert. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Möchten wir eine Hauptstadt gründen? Der Familie der Jäger, der Handwerker, der Händler oder der Gelehrten? Im Laufe der Partie können wir uns drei dieser vier Familien zu uns holen. Die konkurrieren auch so ein bisschen untereinander. Also jede Familie will dann auch irgendwie auf ihr Recht hoffen. Jede Familie mag gerne bestimmte Luxusgüter haben, die dann glücklicher werden, wenn sie wir die geben. Und jede Familie bringt, wenn wir dort Anführer von rekrutieren, dann auch wieder unterschiedliche Vorteile. Es ist wirklich etwas komplex, aber wir wollen ja ein bisschen unser Rollenspiel auch austesten. Ich denke mir, wir haben hier ganz viel Wild und Schweine in der Nähe.
Dann würde ich doch mal spontan einfach sagen, von den Überschriften her, Gelehrte, Händler, Handwerker, Jäger, denke ich mir, werden wir uns mal die Jäger zuerst holen. Wir werden uns bestimmt auch die Gelehrten holen, weil wir ja als Nebukadnezar der Gründer, wie unser aktueller Titel ist, ja, uns wirklich an den Künsten orientieren wollen. Also diese grüne Fraktion, die werden wir uns bestimmt holen. Aber wir fangen mal an mit den Jägern. Jäger sind eine Familie, die auf das Militär und Wachstum ausgerichtet sind. Ihre Fernkampfeinheiten kämpfen am besten im Territorium eurer Nation und alle Lager sowie Netze erbringen den doppelten Ertrag in der Nähe des Jägerterritoriums. Das bedeutet, Jäger sind besonders in der Nähe von Wild, Fisch und Krabben effektiv. Also, wenn das hier mal nicht passend ist, würde ich sagen, wir gründen, liebe Leute, unsere erste Stadt. Und tada, sie ist da. Wo ist sie denn? Da ist sie. Da ist die erste Stadt. Die können wir uns auch sofort mal anschauen. Wir gehen mal in den Stadtbildschirm ran. Ich kann euch sagen, das Städtemanagement funktioniert ganz anders als bei Civ. Vergesst alles, wie ihr bei Civ Gebäude gebaut habt, Bezirke gesetzt habt. Alles unwichtig hier. Es gibt noch nicht mal mehr Produktion. Ja, also wir können keine Produktion generieren und dann die Produktion in ein Gebäude umwandeln, sondern es ist etwas differenzierter. Und zwar haben wir hier verschiedene Arten, ja, wenn man so möchte, von Produktion, die man einsetzen kann, je nachdem, was man machen möchte. Man kann zum Beispiel die Wachstumsrate nutzen, um Arbeiter, Siedler, Kundschafter oder Milizsoldaten auszubilden. Momentan haben wir eine Wachstumsrate von 12 und Wachstum wiederum bekommen wir dann durch die Modernisierung, die wir bauen können, die auch Nahrung bringen. Also sowas wie bei Bauernhöfen oder Fisch, Krabbenressourcen. Ja, da bekommen wir dann eine höhere Wachstumsrate. Wenn wir dann hier zum Beispiel so einen Siedler ausbilden, der kostet dann von diesem Wachstum in diesem Fall 80 Wachstum. Und in der Zeit wächst die Stadt auch nicht weiter. Das Wachstum wird auch verwendet dafür, dass wir hier Bürger in der Stadt bekommen. Das kennen wir so ein bisschen. Das funktioniert nicht über den allgemeinen Nahrungsertrag. Nahrung ist eher so eine Ressource, die muss ich einmalig ausgeben, um zum Beispiel einen Siedler zu bauen oder andere Einheiten. Aber das Wachstum ist eher, ich sag mal, indirekt über die ganzen Modernisierungen, die ich in der Stadt baue. Dann gibt es eine Ausbildungsrate. Ausbildungsrate, die brauchen wir, um Militäreinheiten zu bauen. Ja, je höher die Ausbildungsrate in der Stadt ist, desto schneller werden Schleuderer, Bogenschützen und ähnliches ausgebildet. Und wenn wir das nicht ausgeben, dann wird das Ganze in einen globalen Vorrat gespeichert. Damit können wir dann zum Beispiel später Einheiten befördern, wenn sie genügend Erfahrungspunkte haben. Oder auch, was kann man noch mit da machen? Man kann sie da mehr bewegen lassen, als sie eigentlich sich bewegen können, um ein paar Beispiele zu geben. Und dann, das werden wir wahrscheinlich häufiger machen, gibt es noch Stadtkapitalprojekte. Damit kann man dann so einmalige Effekte freischalten. Zum Beispiel ganz schnell ginge bei uns in einem Jahr in einer Runde der Rat. Den kann man auch mehrmals durchführen. Dann bekommen wir bei der Fertigstellung 40% mehr Stadtkapital. In dem Fall plus 3,2 von 8 dann auf 11,2. Und mehr Ausbildung und mehr Geld. Ist also ziemlich cool, weil das hier wirklich nur eine Runde dauert und das bleibt dann auch bestehen. Kann man also mehrfach machen, um dann die entsprechenden Erträge hochzusetzen. Wir können uns dann angucken, Bürger wird es mit der Zeit geben. Die können wir dann wiederum auf Modernisierungen, die wir noch bauen müssen, einsetzen. Wir haben eine Kulturstufe, das ist momentan schwach. Es gibt dann nachher die nächste Stufe, das schaltet uns dann wieder besondere Gebäude und Modernisierung frei. Bei Old World gibt es keine Zufriedenheit, es gibt Unzufriedenheit. Finde ich persönlich ein bisschen kompliziert, weil man was Gutes tut, wenn man die Unzufriedenheit senkt. Also man muss immer mit so einer Art Verneinung dann dabei, ja, die im Kopf haben, ne? Steigt die Unzufriedenheit, ist was Blödes. Und wir sehen, es gibt hier verschiedene Stufen. Momentan haben wir hier plus 9 pro Runde, das heißt also nach 12 Runden, in 12 Jahren, hier steht es auch, wird das Ganze um eine Stufe steigern und das sorgt dafür, dass wir eigentlich Abzüge überall bekommen. Es geht dann immer weiter, man kann Projekte durchführen, zum Beispiel ein Fest feiern, dann wird wieder Unzufriedenheit abgezogen, also die Leute werden zufriedener. Luxusgüter kann man dann auch den Städten zuteilen, wenn wir sie angeschlossen haben und wir können auch erstmal, das machen wir mal zunächst, einen Statthalter wählen.
Ja, wer soll denn in dieser Stadt Statthalter sein? Da haben wir zwei zur Auswahl. Das sehen wir hier rechts, das sind die Mitglieder des Hofes. Wir könnten das Ganze selbst machen. Dann sehen wir, bekommen wir zwei mehr Wachstum. Wir bekommen ein bisschen mehr Forschung, ein bisschen mehr Geld. Oder wir können unsere Frau, unsere Gemahlin, Amythis hier einsetzen. Die ist Naturforscherin. Dann würden wir mehr Stadtkapitalrate bekommen. Die Stadtkapitalrate der Projekte, die wir hier nicht verbrauchen aktuell, die wird auch in einen globalen Pool dann gesammelt. Das seht ihr hier. Und ich denke mir, unser König, der wird hier mal direkt selbst als Statthalter aktiv werden. Wählen das mal aus und wir brauchen dafür auch schon zwei von den Aktionspunkten, die ich euch gezeigt habe. Aktuell eingestellt ist hier ein Siedler, das heißt, wir werden in der Zeit nicht wachsen. Wir werden keine weiteren Bürger ausgeben oder erzeugen, aber können dann hier weitere Städte gründen. Apropos Städte gründen, ihr habt es gerade gesehen, man kann nicht überall Städte gründen, sondern es gibt vordefinierte Felder, auf denen man eine Stadt gründen kann. So, jetzt habe ich aber viel erzählt. Ja, Dragonblade würde auch mit einem zweiten Siedler anfangen. Ein Hidden Ninja Dorf wollt ihr haben, könnte sein. Ja, also, dann müssen wir noch was machen. Wir können noch vier Sachen machen. Ich würde sagen, wir erkunden ein bisschen, aber wir sollten auch mit unserem Handwerker, ist das ein Handwerker oder ist das ein Arbeiter? Das ist ein Arbeiter hier. Da würde ich tatsächlich mal anfangen, die Wildressourcen anzuschließen. Wir ziehen mal hier rüber, haben dann nur noch drei Punkte, ihr seht es hier im Hintergrund, nur noch drei Punkte übrig. Und sagen mal, wir wollen einen Bauernhof bauen. Das gibt hier plus 6. Ein Bauernhof? Nein, wir wollen ein Lager bauen. Lager ist viel besser, erhöht die, die Produktionsrate für Bürger und gibt uns plus 20 mehr Nahrung. Das ist super. Und wir sind Jäger. Das ist der Bonus, den wir uns geholt haben über die Familie der Kassiten. Die Kassiten, die sind jetzt bei uns hier. Die sind hier quasi in der Stadt die vorherrschende Familie. Dann sehe ich, dass wir hier unten noch eine Entscheidung machen müssen. Das ist die Forschung. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser, denn auch die Forschung funktioniert hier etwas anders. Und zwar ist es so, man kann sich hier den Technologiebaum angucken. Der sieht so aus. Also alles verzweigt, kennt man, ist ja klassisch. Man muss immer das vorne freischalten, um die dahinter gelagerten Technologien zu bekommen. Was neu ist und eigentlich ganz cool ist, dass nicht alles, was gerade freigeschaltet ist, einem überhaupt zur Verfügung steht. Wir sehen, wir hatten zu Beginn der Partie gesehen, dass wir Fallenstellen, Verwaltung und Rhetorik direkt haben und können dann entsprechend jetzt hier auf die dahinter gelagerten Bereiche auch zugreifen. Aber das Spiel sagt, nee, nee, du hast jetzt nicht hier die freie Wahl, einfach alles nach Belieben zu erkunden. Sondern das Spiel zieht immer Karten. Vier Karten, zu Beginn nur drei, werden gezogen. Und daraus müssen wir uns jetzt aussuchen, was wir nehmen. Und die Karten, die wir nicht nehmen, die können wir beim nächsten Mal nicht nochmal nehmen. Die kommen auf einen sogenannten Ablagestapel. Dann werden erstmal die anderen verfügbaren Tags gewählt. Und dann, wenn das Ganze, ich sag mal, abgelaufen ist, also dass man, dass der Nachziehstapel leer ist, dann werden wieder alle verfügbaren Tags gemischt und davon werden dann einem wieder drei vorgeschlagen. Ist so ein bisschen wie bei Stellaris vom Feature her. Da hat man ja auch immer durch Zufallselemente, welche Technologien ich jetzt gerade erforschen kann. Und ich werde mal anfangen. Wir können uns Eisenschmieden holen, wird auch vom Spiel empfohlen. Ich sehe aber hier oben bei unseren Ressourcen, dass unsere Steine niedriger sind als der Bedarf unserer Steinproduktion. Deshalb werde ich mal mit Steinhauen anfangen. Dauert 5 Jahre. Und daran werden wir jetzt erstmal forschen. Genau, nur mit Lager konnten wir die Wildressource auch nutzen. Das ist in der Tat richtig. Ansonsten, was können wir noch machen? Wir haben hier unseren Erkunder. Irgendwann vielleicht noch einen zweiten Erkunde und es gibt sowas wie alte Ruinen hier. Schaut mal, da könnten wir raufziehen. Und dann sehen wir in der Vorschau, dann hätten wir auch nur noch 0 Befehlspunkte. Aber den Bonus können wir uns holen und dabei dann tatsächlich auch mal hier im Osten alles aufdecken. Ziehen wir hier weiter. Man kann das durchaus weitermachen. Jetzt ihr seht es, das Rote wird jetzt den zweiten
Punkt von dieser Einheit verbrauchen. Aber wir haben hier nur noch einen Befehl übrig. Und wir haben ein Ereignis. Das auserwählte Kind. In den Ruinen eines verfallenen Tempels mit eingravierten Runen entdecken eure Kundschafter eine sterbende Hohepriesterin und ein kleines Kind. Ach nein. Mit ihren letzten Worten bittet sie die Kundschafter flehentlich, euch das Kind zu bringen, da es dazu bestimmt sei, die Welt zu verändern. Oh. Jetzt können wir das Kind als unser eigenes adoptieren oder wir könnten sagen, nee, wir haben kein Interesse an mysteriösen Kindern. Wir sind ein Gelehrter, haben ansonsten keine großen Eigenschaften. Wir sind sehr weise. Ich würde sagen, als ein sehr weiser Herrscher könnten wir das Kind auch als ein eigenes adoptieren. Wir versuchen das mal. Mal sehen, was passiert. Wir spielen in dem Modus, dass uns nicht die Auswirkungen gezeigt werden, aber mal sehen, welches Kind denn dort ist. Wir haben jetzt den Hammurabi, der Gesegnete. Ach, der heißt Hammurabi. Okay, ist ja witzig. Den haben wir Hammurabi genannt, den haben wir jetzt adoptiert. Ist ein Jahr alt. Der ist jetzt da. Sehr cool. Ihr seht, die Einheit selbst hätte noch Bewegungspunkte, aber wir haben keine Befehlspunkte mehr, um die Einheit zu bewegen. Auch diese Einheit, mit der haben wir nichts getan, können wir nichts mehr machen. Das heißt, uns bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als das Jahr zu beenden und in Runde 2 zu starten. Wir könnten das Kind auch Brian nennen, ja, in der Tat. Unsere Prinzessin Kasaya ist jetzt alt genug, um Unterricht von einem Mitglied des Hofes zu halten. Okay, das schauen wir uns auch an. Und die Zeit vergeht schnell. Unsere Prinzessin Kasaya wird immer größer und ist sehr wissbegierig. Wie wollen wir Kasaya ausbilden? Das machen wir mal zu und wir schauen uns das erstmal an. Wir haben hier oben eine Übersicht über unsere Erbfolge. Das ist unser Papa, der ist leider schon verstorben. Das hier sind wir sind der König Nebukadnezar. Und das hier ist unsere Frau, die sehr viel Charisma hat. Wir haben Weisheit, sie Charisma. Ansonsten haben wir noch weitere Eigenschaften wie Disziplin und Mut. Damit sind wir gerade nicht gesegnet. Wir haben den Herzog Hammurabi als unseren eigenen Sohn gerade adoptiert. Und Kasaya wäre unsere erste in der Erbfolge. Sie ist nicht so mutig, aber sehr weise. Also sie ist eine Intrigantin. Okay, das kann sich aber alles noch ändern. Wir sind Gelehrter, sie ist Diplomatin. Dann ist der Herzog Marduk unser zweiter in der Erbfolge und Herzog Hammurabi wäre der dritte. Ah ja. Jetzt zur Frage. Erbenbildung. Was wird sie studieren? Und hier habe ich mir überlegt, man könnte jetzt das Ganze versuchen, irgendwie zu sagen, dass die Eltern immer das weiter vermitteln, als was sie gut finden. Aber ich finde, ein bisschen Zufallselemente darf auch durchaus drin sein. Philosophie würde in der Tat für die Weisheit sprechen. Aber ich werde mal dieses Hilfsmittel hier einsetzen. Das ist ein 6er Würfel. Bei einer 6 muss ich nochmal werfen. Ansonsten gilt für mich, das ist eine 1, das ist eine 2, das ist eine 3, das ist eine 4, das ist eine 5. Ich werde das nicht so häufig machen. Ich werde viele Entscheidungen mit euch gemeinsam anhand unserer Charaktereigenschaften entscheiden. Aber hier finde ich das tatsächlich spannender. Und jetzt würfel ich mal und ich würfel. Ihr müsst mir leider glauben, es ist eine 5 geworden. Das heißt also, Kasaya wird draußen in der Welt lernen. Und sie ist es auf Expedition. Sie kann nicht heiraten, kann keine Kinder bekommen, kann hier nicht eingesetzt werden und ist aber auf Expedition und kann da vielleicht was lernen. Ich bin gespannt, was sie dort findet. So, nächste Einheit kann bewegt werden. Wir haben 9 Befehlspunkte. Und wir könnten durchaus mal hier die aufdecken oder brauchen wir lange hin? Das kriegen wir nicht so schnell hin. Dann ziehen wir erstmal mit unserem Erkunder hier weiter. Das Hamrin-Gebirge. Ich will wissen, ob das Ganze hier eine durchgängige Bergkette ist. Ich stelle mich mal auf den Hügel. Haben gerade 10 Nahrung eingesammelt. Wir können das Ganze auch plündern übrigens. Aber wir gehen mal hier weiter gucken. Okay. Nochmal ein bisschen weiter. Ein furchteinflößender Bote. Ei,
Der Bote der Skythen ist ein furchteinflößender Hühner. Er ist über 2 Meter groß und seine Haut ist mit Narben übersät. Als er uns eine Botschaft entgegenknurrt, sehen wir, dass seine Zähne spitz geschliffen sind. »Dumme Schwächlinge! Die Skythen werden euch töten!« brüllt er. Ja, also, wir können keine Tributzahlung machen. Wir sind nicht stark. Aber wir sind auch... Ja, wir sind halt nicht stark. Deshalb ist das Einzige, was wir machen können, eine wahrscheinlich etwas kriegerische Entscheidung. Zu den Waffen können wir entgegnen. Oh Gott, Leute, das so früh im Spiel. Kann das gut gehen? Liebe Leute, ich bin sehr gespannt, ob das gut gehen kann.